Und dann ist es Marlene Sack. Und während Marlene Sack hier in den finalen Vorbereitungen für ihren zweiten Versuch steht, haben wir die Durchsage bekommen, der Stabhochsprung der weiblichen Jugend U20 verschiebt sich ein wenig nach hinten, einfach aufgrund des hohen Verletzungsrisikos unter diesen widrigen Bedingungen. Also los geht's um 17 Uhr mit dem Stabhochsprung der weiblichen Jugend U20. Marlene Sack guckt da schon mal auf den Ergebnismonitor.